Wenn ich einmal Angst bekomme, dann muss ich nur an diese Situation denken und an die 5 Strategien. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und heute geht es um ein fundamental wichtiges Thema. Ein Thema, an dem die meisten Menschen in ihrem Leben scheitern. Und mit Scheitern meine ich, dass sie weit unter ihren Möglichkeiten leben. Und das Thema heißt Angst. Oder die Frage, wer ist stärker, du oder deine Angst? Die Antwort auf diese Frage entscheidet, wie sehr du der Mensch wirst, der du sein kannst. Wie erfolgreich und wie glücklich du wirst. Lass uns heute darüber sprechen, wie du verhinderst, dass die Angst dich stoppt. Ja, wie du Angst sogar nutzen kannst, um deine ganz großen Ziele zu erreichen. Zunächst 2 Vorüberlegungen. Erstens müssen wir wissen, dass Angst etwas vollkommen Normales ist. Jeder Mensch hat Angst. Angst ist vollkommen normal und legitim. Angst hat uns in der Evolution unser Überleben gesichert. Unsere Vorfahren konnten nur deshalb überleben, weil sie gezielt auf mögliche Gefahren geachtet haben. Und Angst hat genau das trainiert, eine Gefahr erkennen, sofort dahinschauen, wenn da irgendetwas komisch ist, sodass wir dann auch schnell weglaufen können oder uns verteidigen konnten. Das Problem ist, so gehen auch heute noch sehr viele Menschen durchs Leben. Sie suchen überall Gefahren. Sie haben noch diesen alten Überlebensmodus aus der Evolution. Heute ist es aber so, dass der weiterkommt, der nach Möglichkeiten schaut. Und wenn du immer nur auf Gefahren schaust, siehst du die Möglichkeiten nicht mehr. Die Frage ist nur, wie können wir das machen, wenn sich doch unsere alten natürlichen Angstprogramme automatisch oft davor schieben, vor unsere Fähigkeit nach Möglichkeiten zu suchen. Und die zweite Vorüberlegung heißt, wir müssen die Angst von der Gefahr trennen. Das ist unglaublich wichtig. Ein Beispiel. Ich habe 2006 im Moskauer Olympiastadion gesprochen. Vor 35.000 Menschen. Ich glaube, das war die größte Veranstaltung, wo jemand über Persönlichkeitsentwicklung jemals live gesprochen hat. Stell dir die Situation vor. 35.000 Menschen sind aus ganz Russland, manchmal wochenlang unterwegs, großes Land, angereist, um dich zu hören. Es ist Hochsommer, es war glühend heiß, 33 Grad im Schatten, aber nirgendwo Schatten. Kein Witz, die Bühne stand mitten in der Arena, kein Wind, in der prallen Sonne. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir am Abend vorher so richtig den Magen verdorben. Ich saß nur auf Toilette. Und in der Hitze hatte ich plötzlich Angst. Ich hatte einfach Angst, dass ich da umfallen würde, wenn ich gleich auftrete. Das ist natürlich nicht klasse, wenn du vor 35.000 Menschen live umkippst. Zum Glück hatte ich das aber mit der Angst lange vorher trainiert. Und dann habe ich so eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Und die Rechnung besteht aus 2 Teilen. Erstens, das ist einmal die Angst vor dem Ereignis. Und das zweite ist, die Gefahr bei dem Ereignis selbst. Ein ganz wichtiger Unterschied. Wir dürfen die beiden nicht vermischen. Angst vor dem Ereignis und Gefahr bei dem Ereignis selbst. Ich erkläre das jetzt. Meistens ist es ja so, dass wir vor dem Ereignis Angst haben. Wir haben Schiss. Da ist aber noch gar keine Gefahr vorhanden. In Zahlen sieht das so aus. Vor meinem Auftritt im Olympiastadion hatte ich echt maximale Angst. Sagen wir eine volle 100. 100 von 100 Angst, dass ich da umkippe. Die tatsächliche Gefahr, die war aber 0. Ich saß ja noch im Sessel in meinem Hotel. Ich hätte ja gar nicht umkippen können. Also 0 Gefahr, 100 Angst. 100 Angst, 0 Gefahr. Später auf der Bühne war es ja genau andersrum. Da war dann die Angst 0, da kannst du dich ja nicht mehr auf Angst konzentrieren, du musst ja reden. Und die Gefahr, wirklich umzukippen, vielleicht ja nicht ganz 100, aber schon ziemlich hoch. Als ich das vor vielen Jahren das erste Mal gehört habe, da habe ich es überhaupt nicht verstanden. Aber als ich es dann begriffen habe, ich werde es gleich genau erklären, da habe ich es immer wieder angewandt. Der Trick ist es, sich auf die Gefahr zu konzentrieren und nicht auf die Angst. Auf die Gefahr, auf die tatsächliche Gefahr. Und meistens
können wir das sehr klar voneinander trennen, wenn uns das bewusst ist. Zum Beispiel, wenn wir einen Vortrag halten wollen oder wenn wir ein Lied vorsingen wollen. Dann haben wir Angst davor, aber die Gefahr ist was anderes. Es ist wichtig, dass wir die Angst in den Griff bekommen. Wir sprechen gleich darüber, wie du das ganz gezielt machst. Genauso aber wichtig ist es, auch mit der Gefahr umzugehen. Dass wir also gezielte Maßnahmen ergreifen, dass die Gefahr kleiner wird, immer kleiner wird. Und ich hatte ja wirklich Magen-Darm. Ich war echt schwach. Also habe ich mir Traubenzucker eingepackt, mich mit Imodium vollgestopft, habe überlegt, wo ich ein Wasserglas hinstellen kann und wie ich während dem Vortrag Pausen machen kann, um mich im Moment auszuruhen, wie ich das in den Vortrag einbauen kann. Und das hat super geklappt. Also, wenn ich das sagen darf, wenn dann 35.000 Menschen minutenlang klatschen, rhythmisch klatschen, deinen Namen rufen, das ist schon ein echt geiles Gefühl. Kommen wir jetzt zu den Praxistipps, wie du deine Angst besiegen kannst. Tipp 1. Wir sollten unsere Angst zuerst akzeptieren. Angst ist Teil unserer Natur, deiner und meiner. Es ist Produkt unserer Evolution. Und es ist eine ganz wichtige Hilfe, durch die unsere Vorfahren in der Vergangenheit überlebt haben. Und die uns auch in unserem Leben schon vor mancher Gefahr bewahrt hat. Aber wir lernen, das zu tun, was ich im Moskauer Olympiastadion getan habe. Wir trennen die Angst von der Gefahr. Wir machen uns bewusst, dass wir meistens viel Angst haben vor irgendeiner Sache, die gar keine Gefahr darstellt. Und überlegen dann, wie wir diese Gefahr, falls sie da ist, wirklich abwenden können. Und es gibt eine ganz einfache Formel dafür. Die heißt, erstens benennen, zweitens akzeptieren, drittens entscheiden. Ein Beispiel dazu, zu der Rede im Moskauer Olympiastadion. Der erste Punkt benennen, okay, ich habe Angst vor dieser Rede, dass ich umfalle, weil ich schwach bin. Zweitens, das Akzeptieren. Ich liebe und akzeptiere mich, obwohl ich Angst habe vor dieser Rede. Das ist ganz wichtig. Wir sind deswegen kein Schwächling. Wir sind kein Versager. Wir sind kein Lulli. Wir haben einfach Schiss. Und es ist gut, das zu akzeptieren und zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Und drittens, jetzt kommt das Entscheiden. Ich entscheide mich, die Rede zu halten und überlege, wie ich die Gefahr so gering wie möglich halten kann und welche Maßnahmen ich konkret treffen kann. Wenn du darüber nachdenkst, wie du die Maßnahmen triffst, um die Gefahr kleiner zu machen, wird automatisch auch die Angst kleiner. Die Gliederung ist ganz einfach. Eingestehen, ich habe Angst, sagen, ich liebe und akzeptiere mich trotzdem, drittens konkrete Entscheidung. Also, der erste Punkt ist, die Angst zu akzeptieren. Der zweite Punkt ist, wir drehen das Verhältnis von Angst und Möglichkeiten um. Ja, das muss ich erklären. Wenn jemand Angst hat, dann ist die Angst riesengroß und die Möglichkeiten, die sieht er gar nicht mehr. Die sind dann ganz, ganz gering. Die werden ganz gering bewertet. Die Strategie muss sein, dass ich meine Möglichkeiten, die so klein gerade sind, größer sehe und die Angst kleiner sehe. Okay, das klingt jetzt theoretisch, wird aber gleich klar. Denken wir nochmal an das Moskauer Olympiastadion. Meine Angst umzufallen war viel stärker als meine Vorfreude vor der ungeheuren Möglichkeit. Ich hatte mindestens 5-mal mehr Angst als Freude, mindestens. Aber man darf ja nicht vergessen, ich war gerade dabei, den größten oder einen der größten Erfolge meines Lebens zu erleben. Vor 35.000 Menschen zu sprechen. Hey, ich bin Sprecher. Du fängst irgendwann mal an mit ein paar Menschen. Dann hast du mal 20, 30, dann hast du 100. Dann hast du irgendwann mal 500, dann hast du 1.000, dann hast du 10.000. Aber 35.000 Menschen, da würde ja ein Traum wahr werden. Und ich sehe nur die Angst und nicht mehr das, was das an Freude ausmacht. Es kann doch nicht sein, dass dieser Traum, diese Möglichkeit von der Angst zerstört wird. Die reale Gefahr, ja, das ist was anderes. Da haben wir drüber gesprochen, über die reale Gefahr, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Da müssen wir drüber nachdenken. Haben wir im ersten Tipp drüber gesprochen. Aber die Angst, die ist ja nicht real. Auf Englisch heißt Angst Fear.
Das steht für False Evidence Appearing Real. Also, wir finden falsche Beweise, um Angst zu haben. Wir machen uns etwas vor, wie wir visualisieren etwas, das gar nicht Realität ist und wahrscheinlich auch niemals Realität werden muss. Wichtig ist, dass wir dieses Verhältnis von Angst und Möglichkeit umdrehen. Wenn wir Angst haben, dann haben wir eben gesagt, 5-mal mehr Angst als Freude vor dem Ergebnis, vor dem Ereignis selbst. Und wir müssen es schaffen, dass wir 5-mal mehr Freude haben für das Ereignis, Vorfreude, als Angst. Wir kriegen also die Angst wahrscheinlich nie ganz weg. Wir machen aber unsere Freude erheblich größer. Und das tun wir mit einem ganz einfachen Trick. Wir fragen uns, was verliere ich, wenn ich es nicht mache? Was verliere ich, wenn ich es nicht mache? Also was hätte ich verloren, wenn ich gesagt hätte zu den ganzen Russen, liebe Leute, ich habe Magen-Darm, gebt gleich keinen Vortrag. Was hätte das bedeutet? Für all die Menschen, die hunderte, Jahrtausende Kilometer angereist sind. Da waren zwei große Gruppen mit 700 Menschen aus Kasachstan unterwegs. Die sind eine Woche gefahren. Was hätte das für meine Reputation ausgemacht? Ich bekomme heute noch Einladungen und dann sagt man immer, Sie sind doch der Mann, der im Moskauer Olympiastadion vor so und so vielen Menschen gesprochen hat. Wir müssen es also schaffen, die Angst zu nutzen. Und das können wir tun, indem wir Angst aufbauen vor dem, was entstehen würde, wenn wir die Möglichkeit nicht nutzen. Angst vor dem, was passiert, wenn wir es nicht machen. Die Frage lautet also, was verliere ich, wenn ich es nicht mache? Ich hätte meinen Traum verloren, einen meiner größten Lebensträume. Wenn wir also immer weitere Punkte und Argumente finden, und das geht sehr schnell, wenn wir unseren Fokus darauf richten, dann wird automatisch die Angst größer, dass wir die Möglichkeiten verpassen. Und die Angst selber, die wird kleiner. Wir machen also die Möglichkeiten stärker, weil wir die Angst nutzen, die Möglichkeiten zu verpassen, und dadurch wird die wirkliche Angst kleiner. Mal eine ganz andere Sache. Denkst du, ich bin ein ziemlich cooler Typ? Dann erzähle ich dir jetzt mal etwas, was du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Ich habe immer Fliegen geliebt. Kaum war ich in einem Flieger, hatte ich so ein Hai-Gefühl. Ich war ungeheuer kreativ. Ich habe über den Wolken so diese grenzenlose Freiheit gespürt. Das hat angefangen, als ich zum ersten Mal geflogen bin, hat immer gehalten, bis vor ein paar Jahren. Da sitze ich plötzlich im Flieger und bekomme Flugangst. Ich sitz im Flieger und bekomme Panik. Da sind die Wände immer näher gekommen. Ich dachte, ich muss jetzt hier raus, mir alles zu eng. Das ist natürlich da oben keine gute Idee, jetzt da auszusteigen. Ich habe also Angst bekommen und die Angst hat sich verselbstständigt. Ich kann also über Angst ein paar Dinge erzählen. Und vor allen Dingen kam da noch eine zweite Angst. Weil ich nämlich dachte, ey, sowas kann mir doch nicht passieren. Das ist doch jetzt sowas von mega uncool. Ey, ich bin der Coach. Ich habe das alles unter Kontrolle. Hatte ich plötzlich nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe das Verhältnis von Angst, Panik und Möglichkeiten umgedreht. Wie wir es eben besprochen haben. Ich habe mich gefragt, was würde ich jetzt verlieren, wenn ich die Angst nicht in den Griff kriege? Wenn ich nicht mehr fliegen kann. Es gibt ja solche Typen. Es gibt Starfußballer, ganz mega coole Typen. Die fahren 20, 30 Stunden mit dem Auto zu irgendeinem Auswärtsspiel, weil die sich nicht trauen zu fliegen. Das ist kein Witz, das gibt's. Also habe ich mir überlegt, was verliere ich jetzt, wenn ich nicht mehr fliegen kann? Ich könnte zum Beispiel nicht mehr nach Florida, in unser Winterdomizil. Ich wohne da im Wasser, das ist auch so ein Traum. Der wäre weg. Ich könnte nicht mehr zu bestimmten Vorträgen reisen. Weil ich werde in Länder eingeladen, das ist so weit weg. Ich war in Australien, ich war in Singapur, ich war in Korea. Also ich will das gar nicht aufzählen, aber ich glaube in 50 Länder. Da kommst du mit dem Flieger nur hin. Auf einmal habe ich dann also die Angst genutzt. Und das ist der Trick. Nutze deine Angst. Aber nimm die Angst, um dir zu sagen, die ganzen Möglichkeiten, die wären weg. Und bau davor Angst auf. Ich habe die Angst
vor den verpassten Möglichkeiten größer gemacht als die eigentliche Flugangst. Zusammen mit den anderen drei Techniken, die wir gleich besprechen, hat mir das dann wirklich geholfen. Ich konnte die Flugangst besiegen. Es war ein Kämpfchen. Aber heute kann ich wieder genauso unbeschwert fliegen wie damals. Ich kann wieder wilde Pläne machen. Ich sitze in einem Flug bis Florida, so ein Langstreckenflug, und kann bis zu 60 Seiten schreiben. Ich bin ungeheuer kreativ. Die dritte Strategie bedeutet, bedanke dich bei der Angst. Das ist schon ein bisschen so ein Teil von dem, was wir im ersten Schritt besprochen haben, wenn wir sagen, okay, ich habe Angst vor der Rede. Ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Aber es geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Angst. Wir sagen, danke Angst, dass du da bist. Das klingt jetzt echt ein bisschen crazy, ne? Ist es aber nicht. Denn Angst ist eine sehr starke, dominante Emotion. Und die will gewürdigt werden. Und wenn wir sie nur verdrängen wollen, dann drängt sie stärker zurück und sie wird noch stärker. Wenn wir sie aber akzeptieren und uns gar bei ihr bedanken, dann geben wir eine bestimmte Stelle und dann lässt sie nach. Probier das aus und du wirst sehen, es klappt wirklich gut. Ich habe mir damals im Flieger gesagt, okay, ich habe Flugangst und ich bedanke mich bei der Angst. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich ein bisschen nachdenken musste, dass ich jetzt auch einen Grund finde, wofür das jetzt cool ist, wofür ich mich da jetzt bedanken soll. Und zuerst fielen mir nur Nachteile ein. Aber wisst ihr, was mir dann eingefallen ist? Das ist echt ein bisschen schräg. Aber ich habe damals gedacht, wenn ich das mal, was ich gerade erlebe, vor Menschen erzähle, nachdem ich es überwunden habe, von Menschen, die etwas von mir lernen können, dann kann das echt hilfreich sein. Und auf einmal musste ich lächeln. Ich hatte für einen kurzen Moment meine Angst tatsächlich vergessen. Die vierte Strategie ist natürlich das Tun. Trotz Angst Schritte zu setzen. Trotz Angst auf die Bühne zu gehen. Trotz Angst in den Flieger rein. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, was unsere Träume sind. Unsere ganz großen Ziele, unsere Visionen. Und auf die gehen wir nicht nur zu, sondern wir lassen uns geradezu von ihnen anziehen. Die sind in diesen Momenten unglaublich stark. Das ist so ein Magnetismus. Also wenn wir die Möglichkeiten größer machen wollen, wie wir es eben besprochen haben, dann gelingt uns das, weil wir uns, wenn wir uns auf unsere Ziele konzentrieren, die ziehen uns an. Du weißt ja, Mut ist, trotz deiner Angst weiterzugehen. Wir können ja nicht von Angsthasen lernen. Wir können nicht von denen lernen, die es nicht getan haben. Blinde können nicht Blinde führen. Wir können nur von wirklichen Vorbildern lernen, von Menschen, deren Leben ein Bild vor unseren Augen ist. Ein Bild, an dem wir uns orientieren können. Ein Bild, von dem wir sagen, das kann ich auch. Die haben das getan und die zeigen mir gerade, wie ich es auch tun kann. Menschen, die dort sind, wo du sein willst. Und die fünfte Strategie ist, nutze deine Referenzerfahrungen. Und lass dich durch die Referenzerfahrungen durch andere Ängste hindurchziehen. Was ich damit sagen will, dass ich diese Magen-Darm-Geschichte vor dem Auftritt im Olympiastadion hatte und wie ich damit umgegangen bin, ja, das hat mir oft geholfen. Wenn ich einmal Angst bekomme, dann muss ich nur an diese Situation denken und an die fünf Strategien. Also, dass ich mir klar mache, was Angst ist und was dagegen Gefahr ist. Und mich gezielt darauf vorbereite, der Gefahr zu begegnen. Das war ja die erste Strategie. Die zweite Strategie war, das Verhältnis 5:1 umzudrehen. Normalerweise ist die Angst 5-mal größer als die Vorfreude. Wenn wir uns aber überlegen, was würde ich verpassen? Ja, dann wird die Vorfreude größer und dadurch die Angst kleiner. Ich nutze also die Angst, um die Möglichkeiten nicht zu verpassen. Das dritte ist, dass ich mich bei der Angst bedanke. Das vierte ist, dass ich wirklich handle und mich mit den Menschen gezielt umgebe, die schon dort sind, wo ich sein möchte. Also die angstloser sind. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, diese Schritte durchlaufen habe, diese Hilfen genutzt habe, dann habe ich eine Referenzerfahrung. Beispiele also, wie ich mit der Angst schon mal ganz cool umgegangen bin. Und die kann ich nutzen. Wir können das Video zusammenfassen mit einem ganz wichtigen Satz. Deine Angst zu versagen darf nie größer sein als deine Angst, es nicht versucht zu haben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und vielleicht geht es dir wie mir,
als ich diese 5 Schritte kennengelernt habe, ich habe sie mir so zusammengetragen von allen möglichen Superstars. Und als ich sie dann auf einem Blatt hatte, musste ich sie mir auch immer wieder anschauen. Ich habe mir dann 5 Schritte aufgeschrieben und das mit meinen eigenen Worten. Vielleicht machst du dasselbe, schaust dir das Video nochmal an und schreibst dir dann die 5 Schritte mit deinen Worten auf. Dann wird es zu deiner Strategie.